Hallo und herzlich willkommen hier bei Senshilis Hardware und Software Reviews. Es ist Zeit für ein Unboxing und diesmal geht es um eine Grafikkarte aus dem Haus Asus, wie man es auch immer gerne bezeichnen möchte. Und zwar ist das hier eine AMD oder eine Radeon AMD ATI Grafikkarte, und zwar ist das die HD 6450 im Silent-Format. Das bedeutet, wir haben hier keinen Lüfter dabei, nur einen normalen Kühlkörper. Daher auch 0 Dezibel laut Asus, was natürlich richtig ist, denn wo kein Lüfter ist, kann auch keine Geräuschkulisse entstehen. Nenne ich es einfach mal. Die Verpackung. Ja, auf der Vorderseite steht es noch einmal 1 GB DDR3 Speicher. Low Profile Bracket Bundle, das heißt, wir können diese Grafikkarte ja vom normalen PCI Express Slot umbauen zu dieser Low Profile Version und dann in einen kleinen Gehäuse unterbringen. Wir haben hier eine Radeon Graphics von AMD, hatte ich eben bereits gesagt, ein HDMI Anschluss und hier unten steht es auch nochmal ganz groß HD 6450 Silent. Oberhalb und unterhalb des Kartons steht nicht weiter viel und auch nichts Wichtiges. Und dann geht es auch schon weiter mit der Rückseite. Ja, ausreichend Informationen stehen hier. Nochmal das 0 dB Zeichen. Einen DVI-Anschluss, und zwar einen DVI-D-Anschluss haben wir hier. Wir haben hier, was haben wir noch für eines? HDMI-Anschluss natürlich. Und ein Standard VGA-Anschluss für ältere Monitore. So, was haben wir für empfohlene Systembedingungen? Ja, nichts weiter, was von Wichtigkeit wäre. Ich gucke gerade nochmal drüber. Ne, Angaben, was ich euch noch sagen müsste, stehen jetzt hier nicht weiter da. Ja, natürlich, das ist eine PCI Express Grafikkarte und dann geht's jetzt los mit dem Unboxing. Hier zu sehen dann die Grafikkarte verpackt in dieser, ja, wie nennen wir es, in diesem Kartonrahmen. Dann haben wir hier die eben angesprochenen Low Profile Brackets. Und zwar hier mit diesem einfachen Bracket für einen VGA-Anschluss. Und dann haben wir hier noch das Bracket für HDMI und DVI-D. So, falls ich es noch nicht gesagt hatte, das ist eine Low-Budget-Grafikkarte und ist eigentlich nur gedacht für den Office-Betrieb oder für ältere Spieler und nicht für Hardcore-Gamer. So, jetzt haben wir noch ein kleines Bundle aus Heftchen. Natürlich hier wieder klassisch mit Informationen und den Quickstart-Guide etc. und so. Hier haben wir noch eine CD von Asus und da sind die Treiber drauf, aber ich empfehle euch wie immer, ladet euch die neuesten Treiber von der AMD Alt-ATI Internetseite runter und dann seid ihr auf der sicheren Seite und habt die bestmögliche Performance mit dieser Low-Budget-Grafikkarte. So, das war's auch schon im Karton. Mehr ist hier nicht dabei. Was soll man noch groß erwarten bei so einer Low-Budget-Grafikkarte? Ich kann es nur wiederholen. Hier in dieser Folie drin ist dann die Grafikkarte. Und da haben wir sie auch schon mit dem Asus-Logo und dem größeren Kühlkörper. Es gibt ja wesentlich größere. Und wie ihr seht, habe ich hier keinen extra Anschluss für die Stromversorgung, das heißt, diese Grafikkarte bekommt ihren Strom über den PCI Express Slot. Wir haben hier rotes PCB, PCI Express 2.0 natürlich, das Asus Logo nochmal, 1 GB DDR3 hatte ich euch bereits gesagt. Hier dann die Anschlüsse, DVI-D, HDMI und VGA, und wie man sieht, ist eine 1-Slot PCI Express Grafikkarte. Ja, was kann man noch so Feines sagen, wie das Asus-Logo und ja, eigentlich nicht weiter viel Erwähnenswertes bei dieser Grafikkarte. Und ja, zur Montage des Low-Profile-Brackets
muss man in dem Falle jetzt, wenn man dieses verwenden möchte, auf den VGA-Anschluss verzichten. Man wird dieses Kabel aushebeln und hier hinten diese zwei Schrauben lösen. Dann kann man das Ganze so anbauen hier. Vielleicht zeige ich euch das jetzt nochmal. Das wird dann so enden und so aussehen in eurem Computer. Ja, das soll es gewesen sein zum kurzen Unboxing der Asus HD6450 Grafikkarte. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Das ist der Einstieg für mich auch in dem Bereich Asus und AMD Alt ATI. Ja, bin ich auch jetzt in dem Bereich vertreten. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen, würde mich über Kommentare, Bewertungen und ein wenig Feedback freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video natürlich wieder. Bis dahin, haut rein, Leute!